Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und zwar die Partie Ungarn gegen Portugal. Ja, Portugal mit Ronaldo natürlich, Ungarn. Muss ich überlegen, fällt mir jetzt kein Spieler ein im Moment. Gibt schon welche aus der Bundesliga von Ungarn. Heute mit einem Blister wieder. Vorletzter Blister. Ab morgen kommt FIFA. FIFA 21. Das wird ein bisschen mehr Arbeit sein. Aber mal schauen. So. Holen wir mal die Booster raus. Und natürlich hier die Limi. Die Limi ist hier Emre Can. Für die Deutschen. So. Kommt hier oben wieder in die Ecke. Wie immer. Was heißt wie immer? Die letzten Orakels jetzt. So. Ja, hier sehen wir Eriksen noch drauf. Gute Besserung an Eriksen. Ja. Okay, wir starten in die erste Halbzeit und los geht's. So. Ungarn gegen Portugal. Also da denke ich mal, dass Portugal locker gewinnt, hoffe ich mal. Aber man weiß es nicht. So. Wir haben hier für Slowenien Robert Mack. Dann haben wir hier für die Schweiz Shaqiri. Italien Barella. Dann haben wir für die Niederlande Ake. England Trippier. Ukraine Zygankov. Haben wir hier für die Slowakei Hamsik als Fans-Favorite. Letzte Karte ist hier für die Niederlande Memphis Depay als Goal Machine. Jawohl. So, dann kommen wir zum Ende der ersten Halbzeit schon. Noch nichts passiert hier. So, ich hoffe, dass sich jetzt mal das ändert. Zack, zack. Und weiter geht's hier mit Russland, mit Tschunin. Haben wir England Mount. Für Polen Klitsch. Italien Immobile. Für Tschechien haben wir hier Gral. Und haben wir das 1 zu 0 für Portugal. Natürlich, wer sonst? Cristiano Ronaldo. Dann haben wir hier Fans Favorite Verratti von Italien. Letzte Karte ist hier Finnland als Power Trio mit Loth, Kamara und Sparv. Jawohl. Und da war es das mit der ersten Halbzeit. Ungarn gegen Portugal 0 zu 1. Durch Ronaldo natürlich hier. Ronaldo. Typisch. Der Mann, der alles reißt. Ja, da würde ich sagen, wir starten auch gleich in die zweite Halbzeit. Wir wollen ja wissen, wie es ausgeht hier. Und los geht's. So. Und wir machen weiter mit der Ukraine hier. Matwienko. Haben wir Finnland. Arajuri. Österreich. Alaba. Deutschland. Ginter. Österreich. Arnautovic. Slowakei. Skriniar. Russland. Skirov. Als Fans-Favorite. Und dann haben wir noch Schottland. Mit Andrew Robertson als Jewel-Karte hier. Ah, die gefällt mir richtig gut, die Jewel-Karte. Jawohl. Und wir kommen jetzt zum Ende dieses Orakels.
Mal schauen, ob jetzt noch was passiert hier. Oder ob es zum 0:1 bleibt. Sohle. Wir haben hier Timo Werner als für die Deutschen, meine ich. Haben wir hier Kroatien, Kramaric. Für Slowenien, Lobotka. Lobotka, so. Finnland, Lot. Schottland, McTominay. Für die Niederlande, De Ligt. Dann haben wir hier Wales, Gareth Bale als Fans-Favorite. Und die letzte Karte ist hier Österreich. Marco Arnautovic als Goal Machine. Jawohl. Und somit war es das in diesem Orakel. Okay, das Orakel besagt Ungarn gegen Portugal 0:1 durch Ronaldo. Ich hoffe, dass mehr Tore fallen. 0:1 wäre ein bisschen mau. Aber naja. Ja, da würde ich sagen, bis morgen. Bis heute Mittag oder 12 Uhr für Frankreich gegen Deutschland. Topspiel am Dienstag. Jawohl, da würde ich sagen, haut rein und auf Wiedersehen.